Kapitel 17. Der Sturm. Elf Jahre später. Es waren drei schreckliche Jahre gewesen. Drei Jahre der Dürre. Drei Jahre voll Hunger und Armut. England wurde in die Knie gezwungen. Nur unsere Mauern hatten uns vor den Banden der Outlaws gerettet, die Städte und Dörfer plünderten. Bischof Walleran und William Hamley zwangen die Bauleute, ihre Kathedrale in Shiring zu vollenden. Viele von ihnen starben. Die Arbeit an unserer eigenen Kathedrale war fast zum Stillstand gekommen. Vier Wochen lang hatte der Sturm angedauert. Dann gab unsere Kathedrale ihr letztes Geheimnis preis. Und alles sollte sich ändern. Ich sagte dir ja, dieser Anblick würde dir nicht gefallen. Sieht schlimm aus. Aber es ist nicht die Mauer, die mir Sorgen macht. Es ist gut, dass du die Bauleute während des Sturms heimgeschickt hast. Aber jetzt tu uns allen einen Gefallen und geh auch heim. Deine Kinder kriegen dich ja kaum noch zu Gesicht. Tommy und Sally haben den ganzen Morgen nach dir gefragt. Sally? Aha. Wir haben also ein weiteres Kind bekommen. Jack und Alenas Familie, 1154. Nach ihrer Warnung an Walloran, dass Kingsbridge von nun an geschützt sei, haben Richard und Jack viel Zeit ins Planen und Errichten von Wehranlagen investiert. Seitdem hat es William nicht wieder gewagt, die Stadt anzugreifen. Alena, die ihr Gewerbe wieder aufgenommen hat, handelt hauptsächlich außerhalb der Grafschaft. Die Tücher, die sie verkauft, wurde in Kingsbridge hergestellt, wo Jack zwei Walkmühlen errichtet hat. Jack und Alena haben zwei Kinder. Tommy ist schon 12 Jahre alt und seine kleine Schwester ist 9. Martha passt auf die beiden auf, während Jack und Alena arbeiten. Einige Bewohner von Kingsbridge glauben, dass Martha und Richard ein Paar sind. Wenn das stimmt, dann halten sie ihr Geheimnis wohl gehütet. Du wirst dich hier oben noch umbringen! Dieser Riss unten muss durch den Sturm entstanden sein. Wenn der Sturm keine Ruhe gibt, habe ich auch keine. Meine Kathedrale war nie für eine solche Höhe geplant. Ich weiß. Ich habe die Wände verstärkt. Es kann nicht an der Höhe liegen. Was wurde denn sonst noch beschädigt? Ich würde ja selbst nachsehen, aber weiter rüber komme ich bei dem Wetter nicht. Wenn deine Mutter wüsste, dass ich überhaupt hier bin, würde sie mich umbringen. Uns beide. Was? Sie würde uns beide umbringen. Die Ostwand bricht bald zusammen. Warum? Woran könnte das liegen? Hammer und Meißel. Oh, Schreck. Sei vorsichtig! Sie bricht jetzt zusammen. Wenn wir den Grund für den Riss im Mauerwerk nicht finden, wird die ganze Ostmauer einbrechen. Der Sturm macht es nur schlimmer. Du hast recht. Was ist mit Alena? Sie sollte jetzt auf dem Rückweg von Winchester sein. Wird sie da draußen zurechtkommen?
Ich hoffe es. Jetzt ist nicht die Zeit, das zu reparieren. Erst muss ich rausfinden, was der Grund dafür ist. Nein, ich will nicht noch mehr Steine rausbrechen. Du glaubst, der Grund für das Problem liegt hier oben? Also, die Wand hat hier oben angefangen zu bröckeln. Ob es am Sturm liegt? Kann sein. Aber wie du sagtest, hattest du die Mauern verstärkt. Irgendwas stimmt nicht. Und da wir jetzt hier oben sind, sehen wir uns erstmal hier um. Aha. Das Gewölbe. Das Gewölbe ist gerissen. Das könnte ein Problem sein. Wenn ich den Riss erweitere, wissen wir wenigstens, woran es liegt. Da hast du vermutlich recht. Wäre einfacher ohne den ganzen Sand. Ja. Na gut. Noch einmal. Aber fall nicht. Und? Tut sich was? Wenn das Gewölbe instabil wäre, hätte dieser Teil einstürzen und die Mauer nachgeben müssen. Also liegt der Grund für unser Problem nicht hier oben? Nein. Als wir vor 17 Jahren die Ostmauer errichtet hatten, gab es auch einen Riss. Ganz gleich, was wir machten, er kam immer wieder zurück. Erinnerst du dich? Ja, ich kann mich erinnern. Pfusch. Aber das ist nicht dieselbe Mauer. Wir haben sie erneuert. Vielleicht jemand. Trotzdem, könnte der Grund nicht in beiden Fällen derselbe sein? Na, vielleicht. Die Krypta! Ich habe das Fundament dort so gelassen, wie es war. Aber es hatte vorher nie so viel Gewicht zu tragen. Ja, das ist das Fundament. Wenn der Grund unseres Problems dort liegt, werden wir es rausfinden. Natürlich, das Fundament. Geh du vor! Brauchst du keine Hilfe? Ach, ich schaff das schon. Sag's nur nicht deiner Mutter. Bist du sicher? Jetzt geh! Ich weiß, du brennst darauf, da unten nachzusehen. Tu doch auch! Ich schau mich nur kurz um und warte dann auf dich. Sie waren außer sich. Oh. Bischof Henry meint, der Papst sollte erfahren, was du geschrieben hast. Warum auch nicht? Ich würde mich geehrt fühlen, wenn er mein Buch liest. Philipp, ich mache mir Sorgen um dich. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, Jonathan. Es ist nur ein Buch. Das Problem ist, dass die Leute deine Predigten lieben und was du geschrieben hast, auch wenn die meisten nicht lesen können. Das Buch wird in Klöstern in ganz England kopiert. Ist das nicht etwas Gutes, wenn unsere Botschaft den Menschen Hoffnung gibt? In dunklen Zeiten kann Hoffnung eine mächtige Kraft sein. Das ist wohl wahr. Doch ich fürchte, die Bischöfe könnten dies als Angriff auf ihre eigene Macht ansehen. Na, glaubst du das? Philipps zweites Buch, die göttliche Seele. Göttliche Seele, 1148, von Philipp verfasstes Buch. In seinem Text postuliert Philipp, dass jeder Mensch einen göttlichen Funken in sich trägt, da ein jeder von Gott erschaffen worden ist, auch wenn es uns erscheinen mag, als ob Gott uns allein gelassen hat. So sind wir Gott doch immer näher als allem anderen.
Denn auch unsere Seele ist göttlicher Natur. Dies bedeutet, dass der Mensch nicht auf Erlösung von außen hoffen muss, sondern selbst die Welt zum Besseren verändern kann. Wir können einen Samen pflanzen und Gott wird ihn wachsen lassen. Philipps hoffnungsvolle Botschaft findet überall in England und sogar in Europa Gehör. Aber die Kirche nimmt den Text sehr kritisch auf, während Philipp in seinem ersten Buch nur falsche Wunder kritisiert hat, scheint er nun anzudeuten, dass alle Menschen gleich sind und Kirchenmänner Gott nicht näher stehen als einfache Menschen. Ja, das Jack. Klingt ja sehr gut. Bist du etwa im Sturm auf die Kathedrale gestiegen? Keine Angst, Philipp. Der Sturm ist da oben nicht so schlimm. Jonathan, seid ihr und die anderen direkt aus Winchester gekommen? Ja. Was ist mit Aliena? Sie wollte noch auf dem Wollmarkt bleiben. Sie dürfte jetzt auf dem Weg sein. Mitten im Sturm? Wir hatten nicht erwartet, dass er wieder schlimmer wird. Das ist wahr. Ich bin mir sicher, es geht ihr gut. Ich muss weiter. Ich glaube, bald wissen wir, warum die Ostmauer instabil ist. Ja? Warum? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die Antwort finden wir in der Krypta. Ich beeile mich besser, bevor es zu spät ist. Die Krypta. Na, da bin ich mal gespannt. Ich warte besser auf Tom. Ich weiß, dass er nichts verpassen will. So, er ist dann runterschafft. Man will es hoffen. Jetzt sieht man es auch hier unten. Aha. Die ersten und da steht hier. Das heißt, Maria. Wir hatten recht. Der Grund für die Instabilität muss hier unten liegen. Der Boden. Könnte sein. Die Dürre könnte es verschlimmert haben. Finden wir es raus. Der Riss. Das war mit Sicherheit vorher nicht da. Nein. Wenn trockener Sand dahinter liegt, dann wissen wir, dass es der Untergrund ist. Sei bloß vorsichtig, wenn du die Wand aufstemmst. Wenn es der Boden und das Fundament sind, könnte die ganze Mauer einstürzen. Oh weia. Ich hoffe, das bringt uns nicht um. Geht doch. Aber was? Ich glaube, ich spüre Zugluft. Was? Nochmal das Ganze. Decken wir ein Geheimnis auf. Ja. Kannst du gut genug sehen? Ja. Jack, pass auf! Ist schon gut. Was ist denn das? Oh mein Gott. Diese Steine, die wurden früher schon einmal entfernt. Bei den meisten von ihnen fehlt der Mörtel. Wer auch immer sie wieder eingefügt hat, hat sie nur oberflächlich verfugt, um zu verbergen, dass sie entfernt worden sind. Die Platte unten war ganz lose. Was hat das zu bedeuten? Ich glaube, es war ein Durchgang. Ein Durchgang? Wohin? Das werden wir herausfinden. Vorsichtig! Du hast die ganze Ostwand über deinem Kopf. Oh. Jack? Jack? Alles klar. Hab mir nur den Kopf gestoßen. Es ist dunkel hier drin. Hier ist ein ganzer Raum. Eine Art Kammer. Was ist das? Ich hole eine Fackel.
Nein, Philipp, ich hol sie. Warte hier. Wenn da mal nicht der Typ hier gelegen hat, der der Prior hier, der angeblich verstorbene Prior. Das ist kein Holz. Es ist Metall. Vielleicht sogar Gold. Es ist aus Leder. Es ist eine Peitsche. Ach du Schande. Was macht sie hier? Und Bustin ist grüßen. Junge Nazi. Ist das ein Sarg? Überall liegt Sand. Es ist ein Bett. Was? Hier drin ist ein Bett. Was? Jonathan, wir brauchen die Fackel. Ich habe die Fackel. Sehr gut. Komm rein. Es sollte sicher sein. Ja. Na. Ich weiß nicht. Habt ihr von diesem Ort gewusst? Nein. Ich hatte keine Ahnung. Eine Peitsche. Diesen Kelch habe ich schon einmal gesehen. Der geklaute Kelch, den er... Jung. Fass ihn nicht an, Jack. Es ist der Messkelch aus der Kathedrale von Kingsbridge. Das ist der Kelch, den... Der Kelch, den mein Vater angeblich gestohlen hatte, genau. Cuthbert hat mir davon erzählt. Es heißt, er wurde gestohlen. Und eingeschmolzen. Ich weiß. Mutter hat es mir erzählt. Es heißt auch, mein Vater hätte das getan. Ist das wahr? Und jetzt hast du ihn in der Hand. Dann ist er also nicht unschuldig. Sieht so aus. Und wer diesen Kelch versteckt hat, ist für seinen Tod verantwortlich. Sie haben ihn in Shiring gehackt. Als Dieb. Aber der Kelch war die ganze Zeit hier. Diese Geißel. Die Peitsche. Sie gehörte Prior James. Aha. Ich hatte Angst davor, als ich das erste Mal mit Francis und Abt Peter in Kingsbridge war. Schon der Anblick war mir unheimlich. James. Vielleicht war er das. Ich glaube, ich habe ihn gesehen. In der Nacht des Brandes, in der Kathedrale, als die alte Kathedrale abbrannte. Da war ein Mann im Feuer. Seine Schultern waren blutig, als hätte er sich gegeißelt. Du sollst nicht zu viel verraten. Du bist es. Gib Gott und den Teufel. Er sagte mir, er hätte gesündigt, dass er mir etwas angetan hätte. Vielleicht, weil ich aussah wie mein Vater. Also hat er gestanden, weil er deinen Vater des Diebstahls bezichtigt hat, obwohl der Kelch hier war. Aber das ist Jonathan, Sekunde, das ist Jonathan, der Kleine. James ist Wochen vor dem Feuer gestorben. Bist du sicher? Jetzt ist auf. Es heißt, seine Leiche wurde nie gefunden. Alter Schwede. Vielleicht hielt er sich hier versteckt. Vielleicht war deshalb das Bett hier. Warte. Jack, du warst in der brennenden Kathedrale. Was hast du da gemacht? Ich weiß nicht, ob wir das gestehen sollten. Es ist oha. Oha. Ich will es nicht gestehen. Nichts. Ich habe es Philipp nicht erzählt. Ich war nicht bereit zu bekennen, was ich getan hatte. Aber ich konnte den Zweifel in seinen Augen sehen. Prior James Geisel. Gefunden von Philipp im Jahre 1154. Schon als Kind hatte Philipp Angst vor Prior James Geisel gehabt. Zum ersten Mal hatte er sie gesehen, als er und Abt Peter ihn und Francis aufgezogen hatte, nachdem ihre Eltern ermordet worden waren. Kingsbridge hat
Kingsbridge besucht hatten. Einige Jahre später hatte James entschieden, dass Philip, der nunmehr zu einem jungen Mann herangewachsen war, die Waldzelle St. John in the Forest leiten sollte. Und jeder Mann, wenn Philip das Mutterhaus in Kingsbridge besuchte, fühlte er sich an jenen ersten Tag erinnert, an dem er James Geißel gesehen hatte. Abt Peter glaubte nicht an die Erlösung durch Schmerzen. Doch James war der Überzeugung, dass nur die Selbstgeißelung das sündhafte Fleisch läutern kann. Nachdem Jack angab, James in der Nacht des Küchenbrandes gesehen zu haben, erinnerte sich Philip, dass sich der Chor nur wenige Zeit zuvor geweigert hatte, zu singen, weil einige der jungen Mönche geglaubt hatten, sie hätten gehört, wie sich jemand in der leeren Gruft geißelte. Vielleicht hatten sie wirklich James gehört. Vielleicht hatte sich James in der Kammer neben der Gruft versteckt gehalten. Aber warum? Aha. Währenddessen in Irwas Castle. Walleran, was wollt ihr? Haltet ihr es für klug, euch in Zeiten wie diesen der Völlerei hinzugeben? Wenn euer Volk auf den Straßen von Shiring hungert? Spielt nicht den Heiligen. Ihr habt ihnen Wunder versprochen. Und lasst sie dafür zahlen. Aber eure Wunder sind nichts als leere Versprechen, oder? Die Wege des Herrn sind unergründlich. Meine Mutter kann nicht gehen. Ihr habt versagt. Also, was wollt ihr? Es geht um ein Buch. Wieder die Bibel. Nein. Philip von Gwynedd hat es geschrieben. Ein Buch, das der Kirche missfällt. Bischof Henry ist außer sich. Das ist unsere Gelegenheit, William. Eure Gelegenheit, wollt ihr sagen. Wenn ihr Männer braucht, sprecht mit Walter oder Ugly. Mir egal. Ich hab eure verdammte Kirche gebaut. Mir reicht's. Es geht nicht nur um Philip. Es geht um Aljena und ihre Familie. Erwähnt diesen Namen nicht in meiner Gegenwart. Aber habt ihr es nicht gehört? König Stefan und Mathildes Sohn haben ein Friedensabkommen unterzeichnet. Das interessiert mich nicht. Das sollte es aber. Ich sagte, mir reicht's. Jetzt geht. Und kommt nicht wieder, bis ich euch rufen lasse. Wo ist mein Weib? Sie ist noch nicht zurück. Dann holt mir eine Hure. Sofort. Dieser ekelhafte Drecksack. Das Ende des Krieges. Das Ende des Krieges und der Vertrag von Benningfort, 1154. Nach über 15 Jahren Bürgerkrieg, dem Erbstreit zwischen Stefan und Mathilde, war England gespaltener denn je. Nach einer letzten Konfrontation in Wellingford einigten sich der Sohn von Kaiserin Mathilde, Heinrich II., König Stefan, auf einen Waffenstillstand. Ein Vertrag wurde bald darauf in Winchester und Westminster unterzeichnet. Laut Vertrag wird Stefan bis zu seinem Tod König bleiben. Doch wird Heinrich II. Sein Thronfolger zu dem werden alle Entscheidungen der Krone bezüglich Land- und Erbfolgen umgehend rückgängig gemacht. Es gilt nunmehr der Besitzanspruch und Erbfolge aus der Zeit Heinrichs
dem Ersten. Dies bedeutet, dass die Grafschaft Shiring an die Erben des Grafen Bartholomäus zurückfällt. Doch wer sollte es wagen, dies gegen William Hamley durchzusetzen? Ich kenne da ein paar Leute. Zur selben Zeit weit entfernt. So, hier sind wir im Sturm drin. In der Mitte des Sturms. Wir müssen hier irgendwie versuchen, Unterschlupf zu finden. Um nicht im Sturm drauf zu gehen. Aljena sind wir hier gerade. Die Aljena spielen wir. Wie unschwer zu erkennen. Hier, das sieht doch nach einer Unterkunft aus. Na komm. Hier werden wir doch hoffentlich eine Herberge finden. Einen Unterschlupf für die Nacht. Bis ganz nach Kingsbridge werden wir jetzt nicht mehr kommen. Kommen wir denn da irgendwie rein oder was tun wir hier? Ein Haus. Hallo, die Damen und Herren. Tut mir leid, wenn ich störe, aber ich suche Unterschlupf. Ich war auf dem Weg vom Wollmarkt in Winchester nach Kingsbridge und wurde vom Sturm überrascht. Übel, nicht wahr? Ja, und es wird immer schlimmer. Danke für eure Gastfreundschaft. Was passiert denn hier? Bitte! Ich brauche Hilfe! Okay, hier schreit scheinbar einer. Von draußen kommen die Schreie. Aber von wo? Von wo kommen die Schreie? Hier sind sie ja. Hallo? Aus Felsen. Oh, seid ihr verletzt? Mein Pferd ist gestürzt. Ich kann mich nicht bewegen. Nehmt meine Hand. Ich bringe euch rein. Erstmal rein dort.